Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe bei den Brettspieltestern. Wir sind Michaela und Christian. Und wir haben gespielt das Spiel Chick Wood Forest, erschienen beim Zoch Verlag. Ein Spiel für 2 bis 5 Spieler. 45 Minuten Spielzeit wird angegeben, ab 12 Jahre und kostet so um die 16 Euro. Ich habe es jetzt gerade für 16,29 Euro gesehen. Autor ist Matt Loomis, wie ich gesehen habe, aus den USA. Und Illustration ist von Alexander Jung. Und zur Spielzeit kann ich noch gleich ganz kurz sagen. Wir haben für die Anleitung so ein bisschen über eine Viertelstunde gebraucht. Die ist auch sehr gut geschrieben, also findet man sehr schnell rein ins Spiel. Fürs erste Spiel haben wir dann so 25 Minuten gebraucht und dann haben wir immer so zwischen 15 und 20 Minuten gebraucht. Also 45 Minuten, also zu zweit jetzt, die Spielzeit, die ich jetzt gesagt habe, so 45 Minuten kommt dann eher hin, wenn man das mit 3, 4 oder 5 Spielern spielt. Und worum geht es denn erstmal bei dem Spiel oder was ist so der Hintergrund? Der Hintergrund ist folgendermaßen: Die Legende ist fast so alt wie der Chickwood Forest selbst. Während die adligen Adler in ihren Jagdschlössern im unverdienten Überfluss schwelgen, finden die armen Landhühnchen kaum mehr ein Korn zu fressen. Wer vermag es in diesen harten Zeiten, der Rolle des Rächers der Gerechten gerecht zu werden? Wer nimmt von den Reichen und gibt den Armen? Kein geringerer als Robin Hahn mit seinen fröhlichen Gesellen. Ja, also das Spiel lehnt an die Robin Hood-Saga oder Legende. Spielt alles im Prinzip jetzt so in einem Hahn-Hähnchen-Hühn-Universum. Hahn-Hähnchen-Hühn. Und das ist halt eben eine leichte Adaption des klassischen Robin Hood-Themas. Genau, und dann erklären wir erstmal so den Spielaufbau für 3 Spieler. Also man kann das Spiel hier für 2 bis 5 Spieler spielen. Wir erklären erstmal den Aufbau für 3 Spieler. Der ist dann für 4 und 5 nicht anders. Für 2 gibt es nämlich nachher einen Unterschied. Und von daher erklären wir erstmal den Spielaufbau für 3 Spieler. Grundsätzlich können wir erstmal sagen, es ist ein reines Kartenspiel. Wir haben hier insgesamt 165 Karten im Spiel und kein Brettspiel. Nee, aber wir haben Würfel. Wir haben Würfel, keine, ja, das stimmt. Keine Holzwürfel. Okay, das sind ja keine richtigen Holzwürfel, weil das sind ja nachher unsere Almosen. Also wir werden nicht würfeln im Spiel, sondern wir werden die praktisch legen. Ja, also bei dem Kartenspiel sagen sie, also es gibt halt so, eben, okay. Es gibt eben Karten und es gibt da noch ein paar Almosen-Marker. Genau, Würfel. Richtig. Also grundsätzlich geht es erstmal darum, dass wir halt Beute machen wollen und halt fette Beute und dafür wollen wir halt Schlösser ausrauben. Und im 3-Personen-Spiel ist es halt so, oder grundsätzlich ist es so, es wird halt immer ein Schloss mehr ausgelegt, als Spieler am Spiel beteiligt sind. Im Spiel zu dritt werden halt die Schlösser mit den Wertigkeiten 1, 2, 3 und 4 ausgelegt. Die werden erstmal ja praktisch irgendwo hingelegt, wo man Platz hat, weil da drunter werden nachher die Karten aneinandergelegt, die man auslegt dann, die Handkarten. Zu dritt, zu viert und zu fünft bekommt dann jeder 3 Beutekarten auf die Hand, die man verdeckt auf der Hand hält. Dann wird noch das Dorf ausgelegt. Das besteht aus 9 Dorfkarten und 2 Wälder sind mit dabei. Dann bekommt jeder, was Christian schon sagte, die Würfel, das sind praktisch die Almosen. Jeder bekommt 15 Almosen auf die Hand. Und die restlichen Beutekarten, die werden als verdeckter Stapel gemischt und beiseite gelegt. Dann bekommt jeder noch so eine Schlusswertungskarte. Die ist auch sehr gut, weil man da immer eine Übersicht hat, was nachher am Spielende dann auch Siegpunkte bringt und was auch Minuspunkte dann bringt. Und was haben wir dann so für Beutekarten? Womit können wir dann fette Beute unter Umständen machen? Ja, da gibt es alles Mögliche. Also einmal gibt es die sogenannten Schmuckstücke, die haben eine Wertigkeit von 2, 3 oder 4 Siegpunkten, sag ich mal. Dann gibt es noch Gewänder, bei denen ist es so, es gibt insgesamt 4 verschiedene Gewänder und zwar jeweils 2 Stück davon. Hat man nur ein Gewand einer Farbe, möchte ich es jetzt mal nennen, dann kriegt man pro Gewand 5 Punkte. Hat man aber beide von einer Sorte, also 2 rote Gewänder oder 2 blaue Gewänder, kriegt man 0 Punkte. Da muss man also aufpassen, dass man da nicht zu viele nur ein Farb oder immer nur von einer Farbe ein Gewand hat, kriegt man das zweite, bringt das eben nichts. Dann gibt es noch Truhen, die gibt es in 4 verschiedenen Farben und bei denen ist es so, dass die Truhenart oder die Truhenfarbe, von denen man am meisten hat, die bekommt man als Pluspunkte und alle anderen bekommt man als Minuspunkte. Soll heißen, angenommen, ich habe 4 goldene Truhen, 3 silberne und eine grüne, würde ich für die goldenen 16 Punkte kriegen. Also 4 habe ich, wird ins Quadrat gesetzt, also 4 mal 4 macht dann 16 und für die 3 silbernen kriege ich 3 Minus und für den einen grünen kriege ich auch einen Minus. Bedeutet unterm Strich, ich hätte dann 12 Punkte gemacht damit. Dann gibt es noch die sogenannte Attrappe. Das ist eher so eine Art Negativkarte und zwar mit dieser Attrappe muss man von der Truhenart, die man, von denen man am meisten Truhen hat, muss man eine wegnehmen. Das heißt, im Beispiel von eben gerade hätte ich eben nicht 4x4, sondern ich hätte dann nur noch 3x3. Wären also nur noch 9 Punkte minus, was hatte ich gesagt, 4 glaube ich dann. Wären halt eben dann nur noch 5 Punkte. Also das reduziert den Effekt bei den Truhen. Und dann gibt es noch die sogenannten Schergen. Bei denen ist es so, die, pro Scherge, den man am Spielende auslegen hat in seiner
Auslage bekommt man 3 Minuspunkte. Dann gibt es noch die sogenannten Wohltäter, über die kann man eben seine Almosen platzieren, da kommen wir noch zu. Dann gibt es noch Maid Marian, die bringt noch Zusatzpunkte. Je nachdem, wie viel verschiedene Schätze man hat, bekommt man dann noch einen Zusatzpunkt. Pro verschiedenen Schatz, den man hat sogar, ne? Genau, kriegt man einen Zusatzpunkt, wobei die im Zwei-Personen-Spiel nicht auftaucht, die taucht nur im 3- bis 5-Personen-Spiel auf. Genau, und dann können wir erstmal zum allgemeinen Spielablauf kommen. Also wie gesagt, wir bekommen ja, wenn wir jetzt zu dritt spielen, jeder 3 Beutekarten auf die Hand, die wir verdeckt haben. Und dann geht es halt darum, die auszulegen. Denn jeder möchte ja am liebsten fette Beute machen und möglichst viele Punkte damit machen. Es ist halt so, die Schlösser, die ausliegen, die 1 und die 2, da ist auch nochmal angegeben, wie viele Karten überhaupt ausliegen dürfen. Wenn man sich die Schlösser anguckt, bei der 1 ist es dann halt so, dass unten in der Ecke rechts 2 Karten abgebildet sind. Das heißt, hier dürfen am Ende nur 2 Karten angelegt werden. Beim zweiten Schloss mit der 2 drauf, da dürfen dann 3 Karten angelegt werden. Und bei allen anderen Schlössen sind halt keine Karten mehr unten rechts abgebildet. Das heißt, da dürfen beliebig viele Karten angelegt werden. Und es ist halt am Anfang so, dass man einfach von allen Schlösserkarten eine Karte nimmt. Dann teilt man an jeden am Spiel beteiligten Spieler eine verdeckt aus. Und der legt diese Karte vor sich dann offen hin. Und das ist im Prinzip seine erste Schlosskarte. Und der mit der niedrigsten Schlosskarte, es wird nämlich nicht reihum gespielt, sondern es geht darum, nach den Schlössern, die man vor sich ausliegen hat und immer von der in aufsteigender Reihenfolge. Das heißt, der mit dem niedrigsten Schloss, der wird Startspieler. Und dann ist auch noch eine kleine Krux dabei, nämlich oben auf seinem Schloss ist dann abgebildet, wie man seine Handkarten ausspielen muss. Hier jetzt bei der 1 zum Beispiel muss ich 3 Karten offen ausspielen. Der, die 2 hätte, dürfte schon 2 Karten offen, aber auch eine verdeckt ausspielen. Also insofern geben die Schlösser, die man dann im Laufe des Spiels bekommt, auch noch vor, wie man die Karten ausspielt. So wird reihum dann gespielt, wie gesagt, in aufsteigender Reihenfolge der Schlösser, Entschuldigung, nicht reihum, sondern aufsteigender Reihenfolge der Schlösser wird dann gespielt. Die Karten werden jeweils an die Schlösser angelegt, entweder off oder verdeckt, je nachdem, wie der Spieler die Karte jeweils legen muss. Jeder Spieler legt eine Karte, dann kommt der nächste und so spielt man, bis jeder seine 3 Handkarten ausgelegt hat. Wenn dann der Spieler mit der niedrigsten Schlossnummer wieder dran ist, dann darf der sich ein Schloss aussuchen und dort die Beute machen. Das heißt, ich könnte mir als Beispiel die 3 nehmen und alle Karten, die unten dran nehmen, alle Beutekarten nehmen. Kann sein, dass da auch Verdeckte dabei liegen. Das heißt, ich weiß unter Umständen gar nicht, vielleicht habe ich aber auch Verdeckte gelegt, dann weiß ich vielleicht noch, wenn ich es behalten habe, welche Karte ich da hingelegt habe. Wäre schlecht, wenn ich es nicht mehr wüsste. Wenn meine Mitspieler da was hingelegt hätten, verdeckt, weiß ich es natürlich nicht. Können also vielleicht auch mal Schergen sein oder vielleicht ist auch ein Gewand dabei, was ich schon liegen habe, was dann dadurch bei mir keine Punkte mehr bringt, weil wie Christiana schon sagte, wenn ich beide Gewänder einer Farbe habe, bringen die ja gar keine Punkte mehr. Und so versucht man halt, das Schloss für sich zu nehmen, was die meisten Punkte bringt. Unter Umständen, was man denkt. Und die Karten, die man damit einsammelt, legt man dann offen bei sich aus. Das Schloss, was man bekommt, das nimmt man dann ja auch mit, weil das hat man ja ausgeräubert. Das legt man auf die bereits ausliegende Schlosskarte auf, die man ausliegen hat. Und so ist wieder bestimmt, an welcher Reihe man in der nächsten Runde dann dran ist. Sprich, wenn ich mir jetzt die 3 genommen habe, wäre ich also als Letzter im 3-Personen-Spiel dran, wenn keiner die 4 natürlich nehmen würde. Wenn noch einer die 4 nimmt, wäre ich natürlich als Vorletzter dran. Dann lege ich die Karten vor mir aus und dann wird das geschaut, ob ich vielleicht Almosenkarten mir genommen habe. Almosenkarten sind diese Karten, die oben diesen Würfel drauf haben. Und dann wird halt auch in Spielerreihenfolge, allerdings die Spielerreihenfolge von der vorherigen Runde, diese Almosen im Dorf untergebracht. Und da gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge, wie die legen müssen. Wir dürfen nämlich in jedem Dorf, in jeder Runde, in der wir legen, nur eine Almose legen. Es gibt Almosenkarten in der Wertigkeit mit 1, mit 2 und mit 3. Und alle Almosenkarten, die ich in einer Runde gesammelt habe, muss ich addieren. Und diese Würfel, die Anzahl der Würfel, muss ich dann im Dorf unterbringen. Und ich darf halt in jedem Dorf maximal eine Almose hinlegen. Ich muss sie immer an der ersten verfügbaren Stelle ablegen. Und dann muss ich so weitergehen, dass ich jeweils die nächste Almose in das Dorf lege, was waagerecht oder senkrecht an ein Dorf angrenzt, wo ich bereits eine Almose gelegt habe. Das heißt, ich muss im Prinzip so einen Weg ablaufen. Wenn der Wald dazwischen ist, den Wald darf ich dann dabei nicht durchqueren, dann komme ich nicht auf die andere Seite. Dann müsste ich auf den Wald um den Wald drumherum laufen. Ich darf auch nicht diagonal laufen. Wenn das nächste Dorf, wo ich durch müsste, schon voll belegt ist, kann ich da auch nicht weiterlaufen. Aber nur in den Fällen darf ich dann die Almosen, die ich nicht unterbringen kann, in meinen eigenen Vorrat zurücklegen. Ansonsten muss ich alle Almosen, die ich bekommen habe, in dieser Runde legen. Was das zu bedeuten hat, da kommen wir dann später nochmal zu. Das bringt nämlich dann am Spielende dann auch noch Punkte. Ja, und so spielt man das durch und versucht natürlich Runde für Runde die meisten, ja, Beutekarten zu ergattern, sei es nun über Schätze, über Truhen oder halt vielleicht über Gewänder, möglichst wenig Schergen vielleicht abzubekommen. Und dann werden alle Karten durchgespielt und sobald der Nachziehstapel, also die neue Runde beginnt dann immer so, dass man halt seine Handkarten wieder auffüllt. Das heißt, jeder bekommt wieder 3 Karten auf die Hand und dann wird so lange gespielt, bis da
Beutestapel einmal durch ist und man nicht mehr die Handkarten auffüllen könnte in der nächsten Runde. Und dann ist das Spiel zu Ende und dann kommen wir noch zur Schlussabrechnung. Wenn wir dann alle Karten durchgespielt haben, sprich die Beute, der Beutekartenstapel ist so weit leer, dass wir halt nicht mehr die Handkarten für alle am Spielbeteiligten voll auffüllen können, dann werden halt gewertet. Ja, und wenn man die Handkarten nicht mehr auffüllen kann, kommt es halt eben zur Schlusswertung. Das heißt, bei jedem Spieler wird nach einem gewissen Schema geschaut, wie viel Siegpunkte er nun bekommen wird. Das Erste, was man abhandelt, da gibt es eben auch so eine kleine Übersichtskarte, das hatten wir anfangs ja schon gesagt. Das Erste, was man dann macht, ist einmal die Attrappe. Die Attrappe bedeutet eben, man muss eine Truhe von den meisten entfernen, reduziert halt eben seinen Verlust darüber. Und dann das Nächste ist dann, dass man schaut, wie viele Truhen hat man. Das heißt, von den meisten Truhen, die werden ins Quadrat gesetzt. Alle anderen Truhen, die man hat, bringen einen Negativpunkt und beides zusammen ergibt dann eine gewisse Summe. Dann kommen halt eben die Gewänder mit jeweils 50 Punkten, wenn man ein Einzelnes hat, mit 0 Punkten, wenn man ein Paar aus einer Farbe hat. Dann kommen die Schmuckstücke, die gibt es halt eben in der Wertigkeit 2, 3 und 4 rum. Dann kommt Maid Mary Hen. Also nicht Marianne, sondern Mary Hen. Das habe ich vorhin, glaube ich, auch falsch gesagt. Genau. Da ist eben, dass man pro Sorte Schatz, den man hat, entsprechend einen zusätzlichen Ruhmespunkt bekommt. Dann kommen die Schergen mit jeweils minus 3 Ruhm. Das reduziert also nochmal die Siegpunkte. Dann wird geschaut, wie viel Siegpunkte hat man aus den Schlössern bekommen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesagt. Und zwar die Wertigkeit des Schlosses, die man sich genommen hat, die entspricht auch den Siegpunkten. Also nehme ich ein Schloss mit einer 1 drauf, ist das bei Spielende ein Siegpunkt wert. Ist es ein Schloss mit einer 4 drauf, ist es 4 Siegpunkte wert. Und dann gibt es noch die Dörfer und die erklärt Michaela mal ganz kurz. Ja, und bei den Dörfern ist es halt, da ernten wir halt Ruhm entsprechend unserer gegebenen Almosen. Deswegen ist es auch nicht ganz uninteressant, im Spielverlauf Almosen zu verteilen. Wenn wir jetzt hier mal das erste Beispiel nehmen, da haben wir ja 3 Spielerfarben drauf, Rot, Gelb und Blau. Je nachdem, welche Reihe freigeschaltet wurde, so wird es auch hier in der Anleitung gesagt. Also wir haben jetzt ja hier Siegpunkte von 2, 4 und 8. Die letzte Reihe, die 8, die ist gar nicht freigeschaltet, weil dann hätte auf der 5 auch noch eine Almose liegen müssen, ist aber nicht. Jetzt haben alle gleich viele Würfel gelegt, nämlich Blau, Gelb und Rot jeweils einen Würfel. Dann ist es so, bei einem Gleichstand ist der als erster dran und bekommt den höchsten freigeschalteten Ruhm, in diesem Fall ja 4, weil das die Reihe ist, wo noch was gelegt wurde. Dann bekommt der, der als letztes seinen Almosen gelegt hat, den höchsten Ruhm. Das wäre in diesem Fall der rote Spieler. Gelb hätte dann als zweitletztes gelegt, das heißt, der würde noch 2 Siegpunkte bekommen. Blau würde in diesem Beispiel zum Beispiel ausgehen. Im nächsten Beispiel, wenn wir das mal einfach mal weitergehen, hätten wir jetzt hier Gelb und Rot alleine. Da hätten wir nur die erste Reihe freigeschaltet. Die 5 Punkte, die 6 wären gar nicht freigeschaltet. Die hätten wir wieder einen Gleichstand. Gelb hat aber als letzter gelegt, das heißt, Gelb würde 5 Punkte bekommen. Beim nächsten Beispiel wäre es dann so, da haben wir 2, 4 und 8 freigeschaltet. Hier haben wir sogar schon 2x2 Würfel liegen, einmal von Blau und einmal von Rot. Und Gelb und Grün haben jeweils einen Würfel gelegt. Rot hat aber später als Blau seine 2 oder seinen letzten Würfel gelegt, vor Blau. Das heißt, Rot würde hier 8 Siegpunkte bekommen. Blau würde dann 4 bekommen. Grün und Gelb haben wir jeweils eingelegt. Grün aber als letztes, das heißt vor Gelb. Das heißt, der würde 2 Punkte bekommen. Also ist hier die Auswertung ist nicht ganz so einfach. Das muss man sich vielleicht auch 1, 2, 3 Mal verinnerlichen, dass halt bei einem Gleichstand immer der Letzte, der gelegt hat, das aufhebt. Und das wird natürlich, wenn da mehr Spieler dabei sind, die da, ich sag mal, Almosen hinlegen. Wenn man das noch zu zweit spielt, ist es noch ein bisschen übersichtlicher, weil der, der als letztes liegt, bekommt halt den höheren freigeschalteten Ruhm. Bei mehreren Spielern muss man dann halt gucken, wer bekommt den höheren, wer bekommt den zweiten, wer bekommt den dritten. Und es ist halt auch tatsächlich so, wenn jetzt ein Ruhm nicht freigeschaltet wird, bekommt der andere halt dann gar nichts. Wie wir ja im vorigen Beispiel schon erklärt hatten, mit dem Gelben und dem Roten, da war ja nur eine Reihe freigeschaltet mit dem 5, dann würde der andere halt auch leer ausgehen dann. Ja, und so bekommt man dann halt dessen auch noch die Siegpunkte und die würde man halt zu den anderen Siegpunkten, die Christian schon erzählt hat, dann dazu addieren. Und der Spieler, der die meisten Siegpunkte dann bekommen hat, der gewinnt dann letztendlich das Spiel. Dann gibt es noch eine kleine Variante mit den legendären Karten. Und was kommt dann da so mit ins Spiel? Was passiert denn bei den legendären Karten? Ja, und dann gibt es eben diese legendären Karten. Da ist es dann so, dass man erst aus dem normalen Set, aus dem Kartenstapel einmal rausnehmen muss, Schmuckstücke in der Wertigkeit 2, 3 und 4 und einen Schergen. Und dafür kommen dann die 5 legendären Karten in den ganz normalen Stapel rein. Die werden ganz normal reingemischt, werden dann entsprechend auf die Hände gespielt. Und da gibt es einmal eben das Fernglas. Wenn man das hat, dann kann man in jeder Runde die verdeckt liegenden Karten eines Schlosses seiner Wahl sich anschauen, bevor
bevor der erste Spieler seine Beute macht. Das hat natürlich einen gewissen Effekt, dass man sehen kann, was die verdeckten Karten beinhalten. Das ist schon eine relativ mächtige Karte. Dann gibt es noch den Schlüssel. Da ist es dann so, dass man einem Spieler im Prinzip die Tour vermassen kann. Also angenommen, der sagt, ich will Schloss Nummer 1 nehmen, dann kann man sagen, nein, das Schloss darfst du nicht nehmen, nimm eins von den anderen. Und diese Karte kann man nur einmal im gesamten Spiel benutzen, aber die kann auch schon relativ mächtig sein, wenn man plötzlich ein Schloss nehmen muss, das man gar nicht nehmen wollte. Dann gibt es noch die Gaukler, die sind auch ganz nett, die funktionieren ganz am Spielende. Da ist es dann so, dass man zwei Almosen, die auf diesen Dörfern verteilt sind, vertauschen darf. Und damit kann man eben gerade diese Endwertigkeit, angenommen man hat über einen Gleichstand, ist aber nicht der Letzte in der Reihe gewesen, kann man das darüber natürlich nochmal aushebeln und das kann schon relativ viele Siegpunkte bringen oder hat einen relativ großen Effekt. Ja, dann gibt es noch den sogenannten goldenen Pfeil. Da ist es so, dass man bei Spielende einen Schatz aus seiner eigenen Auslage mit einem Schatz eines Mitspielers tauschen kann. Also es kann sein, ich könnte mir zum Beispiel einfach ein Gewand von einem Mitspieler nehmen und der kriegt von mir eine Truhe. Und das hat halt eben den Effekt, dass er zum Beispiel dann eine Truhe bekommt, die ihm nicht weiterbringt, die einfach nur einen Negativpunkt bringt. Ja, und dann gibt es noch den falschen Bart. Da ist es so, dass man am Spielende einen von seinen Schergen, die man selber in der Auslage hat, an einen Mitspieler weitergibt. Das heißt, man selber verliert minus 3 Punkte und der andere kriegt die minus 3 Punkte. Wie schade, dass man die verliert, die minus 3. Schrecklich ist das. Ganz, ganz schrecklich. Ja, das ist noch so eine kleine Variante dabei, die aber nett ist, muss ich jetzt schon mal so kurz sagen. Genau, mit der haben wir am Schluss fast nur noch gespielt, ja, mit genau, der Variante. Bringt noch ein bisschen mehr Abwechslung rein. Man muss dann halt nur dran denken, wenn man das wieder neu aufbaut, dass man diese Karten vorher rausnimmt. Ja, weil aber am Schluss geht es sonst nicht auf mit der Kartenanzahl, was das Spielende bedeutet. Genau. Genau. Ja, und dann gibt es eben noch eine Besonderheit beim Zwei-Personen-Spiel. Da ist es so, dass der gleiche Effekt da ist. Also Anzahl der Schlösser ist immer Personenanzahl plus 1. Das heißt, man legt 3 Schlösser aus, nimmt da allerdings dann die Rückseite. Bei dem Zwei-Personen-Spiel rauben wir im Schutze der Nacht, das ist, glaube ich, stand es in der Anleitung, rauben wir da die Schlösser aus. Das heißt, A, im Zwei-Personen-Spiel kriegt man nicht 3 Karten, sondern 4 Karten auf die Hand. Und B ist... 4 Beutekarten, genau. 4 Beutekarten, genau. Und bei den Schlössern ist es so, man nimmt die Rückseite, die ist eben dann dunkel gehalten, also sprich im Schloss, im Sternenglanz. Und die haben auch eine etwas andere, einen anderen Effekt, sag ich mal. Also im normalen Mehrpersonenspiel möchte ich es jetzt mal nennen, ist bei Schloss Nummer 1 zum Beispiel so, alle 3 Karten, die man hat, müssen offen hingelegt werden. Im Zwei-Personen-Spiel ist es so, die ersten 3 Karten müssen offen gespielt werden und die letzte kann verdeckt gespielt werden. Bei Schloss Nummer 2 und Nummer 3 werden 2 Karten offengelegt und die beiden anderen werden verdeckt gelegt. Genau, und es werden halt auch nicht alle Beutekarten. Es gibt auch Beutekarten, die werden aussortiert. Das ist halt in der Anleitung auch drin. Es gibt halt Karten, da ist so ein Pfeil drauf, so ein roter, so praktisch raus und die müssen gehen im Zwei-Personen-Spiel raus. Dafür gibt es aber auch Karten, die kommen nur rein, wenn man zu fünft spielt. Die sind dann zu zweit, zu dritt oder zu viert auch nicht im Spiel. Und beim Dorf ist es auch so, da haben wir halt keine 9 Karten auslegen, sondern da sind dann auch Dorfkarten, die haben halt so einen roten Pfeil, der halt weggeht. Das heißt, die müssen wir auch vorher aussortieren. Und da haben wir halt nur 6 Dorfkarten dann insgesamt. Also mit einem Wald, da haben wir auch keine 2 Wälder, sondern nur einen Wald und 5 weitere Dorfkarten dann letztendlich. Ansonsten ist das Spiel genauso wie die Spiel zu dritt, zu viert und zu fünft. Wie Christa ja schon sagte, wir haben dann halt 4 Beutekarten auf der Hand, nicht nur 3, wie in den anderen Spielen. Das heißt, wir haben eine Beutekarte mehr auf der Hand. Aber wie in den anderen Spielen ist es dann halt auch so, wir spielen, jeder spielt eine Karte aus, muss die entsprechend seines Schlosses, was er vor sich liegen hat, an ein Schloss, was noch ausliegt, dann anlegen, entsprechend dem, ob man noch anlegen darf. Bei 1 darf man auch hier nur 2 Karten hinlegen, bei 2 darf man auch hier nur 3 Karten hinlegen, bei dem dritten Schloss darf man hier dann beliebig viele Karten hinlegen. Und dann will man halt am liebsten wieder das beste Schloss dann ausrauben und das Spielende dann auch hier, wenn der Beutekartenstapel leer ist und man praktisch nicht mehr die Handkarten auf 4 auffüllen könnte. Bei den Almosen ändert sich auch nichts. Wir haben trotzdem auch 15 Almosen, jeder hier im Zwei-Personen-Spiel. Ja, das ist eigentlich so, die sind die einzigen Änderungen. Und was Christian schon eingangs sagte, die Lady Mary Hen kommt halt im Zwei-Personen-Spiel gar nicht zum Zug. Und von den legendären Karten ist das Fernglas halt nicht, sondern nur die anderen 4. Es gibt 5 legendäre Karten. 4 kommen halt im Zwei-Personen-Spiel nur zum Zuge. Dieses Fernglas, das hat halt auch so einen roten Pfeil drauf. Das geht halt auch im Zwei-Personen-Spiel dann nicht mit ins Spiel rein. Ja, und dann hoffen wir, dass wir am Spielende die meiste Beute gemacht haben und dann können wir auch schon zur Wertung kommen. Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ja, also ich finde, das ist ein schönes, schnell gespieltes Spiel. Auf jeden Fall aus meiner Sicht familientauglich und auch gelegenheitsspielertauglich. Für die Anleitung, wie gesagt, haben wir so ein bisschen über eine Viertelstunde gebraucht. Anleitung ist schön beschrieben, schön bebildert. Wir hatten das schon auf der Messe in Essen gespielt letztes Jahr. Und da war das so, da habe ich mich gefragt, so, ob das wirklich so gut zu zweit spielbar ist, weil das ist ja von 2 bis 5 und es gibt ja doch immer einige Spiele, die dann zu zweit nicht immer so richtig gut spielbar sind.
auf der Messe, muss ich auch sagen, hatte ich so ein bisschen Zweifel. Da haben wir es auch 2-3 Mal gespielt. Und als wir es dann aber jetzt zu Hause hatten, hat es mir richtig viel Spaß gemacht, auch zu zweit. Und wir haben es auch wirklich, wenn wir es gespielt haben, meistens nicht nur einmal gespielt, sondern 2-3 Partien. Es ist ja auch wirklich so mit 15-20 Minuten kein langes Spiel. Und auch gefühlt ist es dann auch total schnell vorbei. Und vom Spielmechanismus auch total leicht, weil jeder spielt eine Karte und dann ist der Nächste wieder dran, spielt die Karte, bis man seine Handkarten einmal durch hat und dann sucht man sich halt das Schloss aus, je nachdem wer dran ist. Der mit dem niedrigsten Schloss darf, den halt immer zuerst. Und das ist halt auch mal so das Spannende da dran, so ein bisschen. Ich hatte eigentlich eher gedacht, das ist so Christians Spiel, weil Christian eigentlich eher so derjenige ist, der auch so ein bisschen bluffen kann und der mich dann häufig in Spielen auch so foppt und mich dann auch so ein bisschen in das Licht führt, wo ich dann denke, oh, ich habe eigentlich gedacht, das ist jetzt der bessere Stapel, aber in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich häufig dann doch mal so die bessere, wo ich positiv überrascht war. Was bei mir manchmal so ein bisschen gut gezogen hat, war, wenn ich dann Startspieler war, das heißt, wenn ich Schloss 1 oder 2 hatte und Christian dann die 3, dann kann man ja auch so ein bisschen drauf hinspielen. Dann habe ich natürlich, wenn ich eine gute Kartenhand hatte, das ist natürlich auch noch so ein bisschen Voraussetzung, ist ein bisschen glückslastig ist es natürlich, man ist ja abhängig von den Karten, die man auf der Hand hat. Wenn man jetzt gute Karten auf der Hand hat und nur Schätze und vielleicht auch dann noch hier Gewänder, die man noch nicht hat oder Schatztruhen, die man auch braucht von der Farbe, dann habe ich, wenn ich Startspieler war, zum Beispiel das meist an die 3 gelegt, weil ich dann wusste, ich darf mir auch als erst das Schloss auslegen, habe mich natürlich alles in die 3 gelegt, weil an die 3 kann ich ja so viele Karten anlegen, wie ich will. Und dann habe ich mir das Schloss nachher auch genommen dann. Kann man ja einmal vermeiden im Spiel, wenn man diese legendäre Person Schlüssel hat. Damit könnte man es ja einmal vermeiden dann. Aber die hat man dann nur einmal und dann hatte sie Christian häufig auch nicht dann in dem Zug. Von daher war das immer ganz schön. Dann hatte man aber natürlich für die nächste Runde dann die 3 auf der Hand und war dann in der nächsten Runde als letztes dran. Und das Spannende für mich war halt dann immer dran, oder der Witz an dem Spiel, nicht zu wissen, welche verdeckten Karten liegen da. Häufig habe ich es dann ja geahnt, wenn Christian dann gesehen hat, ich habe bei der 3 ausgelegt und da wusste ich, werde die 3 nehmen, dann wusste ich dann, wenn er da verdeckt, wie wird es die Scherben sein. Oder irgendwelche Truhen, die mir Minuspunkte bringen, weil es gerade die sind, die ich eigentlich gar nicht gesammelt habe oder wie auch immer. Wenn ich dann Almosen auf der Hand habe, habe ich dann auch versucht, wenn ich gerade nicht Startspieler war, die auf die Schlösser zu verteilen, sodass Christian nicht möglichst viele Almosen bekommt, weil die bringen ja am Ende auch gute Siegpunkte noch. Ja, und von daher finde ich, das ist ein schönes Spiel, auch schön austariert, auch mit den Almosen. Die sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, dass man da auf jeden Fall Almosen in die Dörfer verteilt, weil darüber kann man auch gut Siegpunkte bekommen. Sehr kurzweilig, sehr schnell gespielt, die Anleitung schön geschrieben. Von daher ein Spiel, was mir, wie gesagt, wirklich sehr gut gefällt und bekommt von daher von mir auch 8 Punkte. Wie kannst du nur? Wieso? Ah, nur so. Also ich muss sagen, das Spiel hat mich eher ein bisschen gefrustet. Vor allem das Zwei-Personen-Spiel, das muss ich auch nochmal klar raus. Im Vier-Personen-Spiel, was wir aber auch haben. Aber es war doch so haben. Schön. Ja, nee, also im Zwei-Personen-Spiel war es echt ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, was ich da immer falsch gemacht habe, aber gefühlt haben wir, glaube ich, 10 Mal gespielt und du hast 8 Mal gewonnen und ich, glaube ich, 2 Mal. Und bei dem einen Mal auch nur mit 1 Punkt Vorsprung oder so. Also das ist einfach dumm gelaufen. Also ich hatte auch immer so das Problem, dass was Michaela gerade so erzählt hat, war mir schon klar. Also wenn sie als Startspielerin quasi rangeht, viel in die 3 reinhaut und dann entsprechend viel abschöpft. Ich habe nie die Karten gehabt, um ihr das so ein bisschen zu versauen, dass ich da irgendwie einen Schergen reinballern konnte oder Truhen, die sie nicht braucht oder sonst was. Ja, in dem Einspiel hatte ich 5 Schergen nachher. Ja, hat trotzdem nicht, gewonnen. Ja. Nee, da nicht, glaube ich. Doch, da habe ich gewonnen. War das nicht das, wo ich... Egal. Also das ist eben wirklich sehr, sehr glücksabhängig, was für Karten kriege ich auf die Hand, wie kann ich die selber benutzen, wie kann ich damit den Mitspieler auch die Tour ein bisschen vermasseln, möchte ich einfach mal sagen. Nee, ist einfach dumm gelaufen. Ich habe echt den Tränen nicht rausgehabt, wobei ich echt immer dachte, so gerade so dieses Verdeckte und so, Fluffen, wo packe ich was Gutes hin, wo ist nicht. Ist eigentlich eher deines. Ja, dachte ich bisher eigentlich auch. In vielen Spielen klappt das auch. Bei dem Spiel hat es bei mir jetzt irgendwie so gar nicht geklappt. Naja, Robin Hahn nimmt halt von den Reichen, nimmt gibt's den Arm, ne? Also, ich reich wäre. Ja. Egal. Auch so diese Illustration, alles so in Richtung Hühnchen, Hähnchen, Hahn, ist auch alles süß gemacht. Also so diese Dörfer zum Beispiel, das sind im Prinzip so kleine Hühnerställe, sag ich mal, auch mit so einem kleinen Weg, der dann in den Stall reinführt. Mal hier ein Ei, auch diese legendären Karten, die erinnern halt eben relativ stark an Robin Hood. Da ist dann Bruder Tuck dabei oder Little John oder weiß der Geier wer oder weiß das Huhn wer. Ich bin mit der Legende nicht ganz so bewandert. Egal. Trotzdem muss ich sagen, also gerade so im Zwei-Personen-Spiel fand ich das echt eine coole Sache. Also wir haben das dann relativ zügig heruntergespielt, als wir die Mechanismen alle verstanden hatten. Und einfach mal so für zwischendurch, mal eine Partie, vielleicht auch mal zwei, war echt
schön, hat auch Spaß gemacht, ist auch jedes Mal eben anders, weil man nicht weiß, was für Karten kriege ich hoch, wie kann ich meine Almosen platzieren und so weiter und so fort. Und auch gerade durch diese legendären Karten ist doch auch ein bisschen mehr Würze reingekommen, dass man eben doch mal, wenn man sie denn bekommt, dem Mitspieler, Gegner doch mal ein bisschen die Tour versauen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, ganz so wie Michaela möchte ich nicht gehen. Liegt vielleicht daran, dass ich zu oft verloren habe, weiß ich nicht. Für mich ist es... Da kann das Spiel ja nichts dafür. Doch. Nein. Und du und das Spiel, ihr habt's, egal. Deshalb gehe ich einen Ticken niedriger, ich gebe dem Spiel 7 Punkte. Ja, wunderbar, dann haben wir ja auch alles gesagt. Ich kann nur noch mal sagen, von meiner Seite aus wirklich ein kurzweiliges, schnell gespieltes Spiel, was wir wirklich bei uns immer nicht bei einer Partie geblieben ist, sondern 2-3 Partien hintereinander weggespielt worden sind. Und wo ich nur sage, mir hat's echt Spaß gemacht. Dann sagen wir noch mal vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt bei uns und wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.